Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. So, beim letzten Mal haben wir hier die Mission bei Freedog abgegeben. Der hat uns gesagt, wir sollen nach River City. Nee, das ist der falsche Weg. Wir sollen nach River City gehen, denn da wollte unser Papa hin. River City ist für uns ein Anlaufpunkt für so viele Missionen, die wir noch machen müssen. Aber wir reisen jetzt erstmal nach Megaton. Wow, wir sind schon ziemlich weit vor. Hallo. Fortgeschritten. Mhm. Wir reisen, wie gesagt, jetzt erstmal hier nach Megaton. So, Sodelein. Was lege ich denn jetzt mal weg? Das lege ich weg. Die kann man verkaufen. Das kann man auch alles verkaufen. Ah, oh, die Stealth Boys. Ah, oh, habe ich Altmetall schon wieder gefunden. Schön. Ein Hammer. Ich habe echt einen Hammer mitgenommen. Ich bin so dämlich. Den krieg ich gleich mal angedreht. Nein, Munition, sonstiges, nein, Munition. Na, gucken wir mal. Nichts, was ich habe. Nein. Ich habe so viel Zeug. Allein die Dinge muss ich mal miteinander kombinieren. Die sind gar nicht so schwer. Also ich lager mal drei Stück hier ein. Das Altmetall ist relativ leicht. Der ist sehr schwer, aber ja, und das noch. Aber das geben wir ja gleich ab. Habe ich irgendeine... Das kann doch was nicht sein. So. Das hat uns jetzt kaum... Ah, die Sturmgewehre hier. Die ganzen Sturmgewehre. Ja. Wie kann ich Ihnen dienen? Indem du deine blöde Klappe hältst. So. Moira macht dann auf. Okay. 11 Stunden hinlegen. 11 Stunden schlafen. Ich zieh mir mal ein paar Gummibärchen in meinen Mund rein. Ah, Maya hat auf. Was hast du? Hallo. Ah, Red X. Wir entgiften uns. Gut. Das will ich doch so haben. Sehr wohl, bitte sehr. Genau so will ich das. Sehr wohl, bitte sehr. Eins nach dem anderen, bitte. Sehr wohl, bitte sehr. Ja, so muss das sein. Sehr wohl, bitte sehr. Das ist zwar jetzt ein bisschen zusätzliches Gewicht. Ich. Ja. Da brauchst du ungefähr 3 bis 4 Tage, Ingame-Tage, um genügend aufbereitetes Wasser zusammenzukriegen. Ich bin so. Wir danken Ihnen für alles, was Sie für uns. Ja. Gib her. Also hiernach machen wir auch jetzt noch nicht die Reise nach River City. Das stelle ich übrigens jetzt auch mal um. Aufgaben. Ödland Überlebenshandbuch. Wir gehen nämlich jetzt zu Moira. Fummeln Sie in letzter Zeit. Nein. Warum gehen Sie nicht einfach hin? Ja, ich weiß, dass dich das langsam anpisst, dass ich deine Aufgaben noch nicht erledige.
Reparier mal was. Danke. Angebot. Bitteschön. Da hast du ihn. Ja, nimm die kaputte. Und zack. Und schon. Haha. Haben wir es. Entschuldigung, ich musste mal kurz husten. Und noch ein Stimpack und noch ein Stimpack und akzeptieren. Und habe ich noch irgendwelches Zeug, was zu viel Gewicht hat? Da, den wollte ich da auch noch andrehen. So, akzeptieren, beenden. Gute Jagd! Ich kann. Ich will auf Tschüss. Denn jetzt. Papa sagt, dass ich nicht mit Fremden reden soll. Ja, ja, was dein Papa sagt, ist mir egal. Ich habe die Stadt geredet. Ich bin der Held von Megatonnen. Merkt ihr das? Walter! Komm her! Was darf's denn sein? Ich habe neue Zähne. Na sicher will ich Teile. In Ordnung! Und tschüss. So, jetzt gehen wir zur Robco-Fabrik. Endlich! Für all diejenigen unter euch, die so lange darauf gewartet haben, dass ich endlich dahin gehe. Machen wir das jetzt. Ist da unser Roboterhändler? Kann das sein? Ja. Der spaziert hier schön rundherum. Oh, ne, da, also solange es nur Red Kakerlaken sind. Zack. Und zack. Zeug für Moira. Jetzt wisst ihr, warum ich mich vorher noch ordentlich versucht habe, leer zu machen. Ja, wisst ihr es jetzt? Vorkriegsgeld. Na, jetzt kann man es ja mehr als deutlich sehen. Da kommt der Hund wieder angewackelt. Und wehe, ich lese Kommentare wie, oh, das arme Tier. Das kriegt alles, was es will. Alles, was es will. Das kriegt dreimal am Tag Futter. Das kriegt Soße über sein blödes Fressen. Dieses Tier darf im Bett schlafen, ja? Dieses Tier wird verwöhnt von vorne bis hinten. Also wehe, ich höre einmal, hier lese ich so einen Kommentar. Oh, der arme Hund, so wie du über ihn redest. Der arme Hund kriegt hier alles, was er will. Der kriegt Nassfutter, Streicheleinheiten ohne Ende, so wie jetzt gerade. Dann wird sie gekrault hinterm Ohr und dann grinst die einen an. Ah, das gefällt dem Hund. Die wird von mir verwöhnt. Richtig verhätschelt wird die. Die kriegt, wenn ich immer mir was zu essen mache, wenn ich mir mal ein Wurstbrot oder so mache, dann lasse ich der immer ein kleines Stück übrig. Ah ja, jetzt ist mal gut. Jetzt geht's wieder runter. Oder. Oh, nochmal Altmetall. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ich will keine Kommentare lesen, von wegen dem Hund ging es ja so schlecht, weil ich ja so über den schimpfen würde. Dem Hund geht's bombastisch. Der hat hier genug Platz, ich spiele regelmäßig mit dem, ich gehe mit dem raus und hast du nicht gesehen. Nur manchmal so abends, so wie jetzt, wenn ich einfach mal meine Ruhe haben möchte,
um vielleicht mal auf YouTube was zu gucken oder so wie jetzt im Moment mal aufzunehmen. Oh! Die hat Maulwurfsratze. Ah, das ist mir nicht wert, das Fleisch. Das Gewicht ist mir das gerade nicht wert. Gleich kommt hier irgendwo, liegt hier gleich ein Lasergewehr. Energiezellen. Was ruckelt das Spiel gerade so? Richtig heftig. Na? So, ich durchsuche jetzt hier erstmal alles schön fleißig, weil ich weiß nicht, ob das jetzt hinhaut mit den Robotern, mit dem Zentralrechner, wenn ich da den Chip reinhaue, ob ich das mit dem Manipulieren hinkriege, dass die Roboter mich nicht angreifen. Weil deswegen habe ich so lange gewartet. Ja, die sind alle raus. Hey, ein Robco Overall, den nehmen wir uns auch mal mit. Oh, ein Vorkriegsbuch, sehr schön. Altmetall für Walter. Nee, davon jetzt nehme ich gar keinen elektrischen Leiter mit. Ich glaube, ich habe hier schon so viel Gewicht jetzt aufgenommen. Bisschen Vorkriegsgeld. Ja, wir haben schon wieder ordentlich an Gewicht auf dem Lager. Mal gerne, warum das so ruckelt. Stirb, Red Kakerlake. Noch eine Kronkorkenmine. Altmetall. Ein Robco Overall. Noch mehr Altmetall. Jetzt hat. Ja? Der bewirkt Reparieren plus 5. Na, die Truhe ist leer. Die sehen nicht aus wie Ratten. Die sehen aus wie Nacktmulle. Ist das mal einem aufgefallen, dass die nicht aussehen wie Ratten? Sondern eher wie so ein Nacktmull? Und warum ruckelt das Spiel so? Warum? Plündern. Energiezellen sind immer nicht verkehrt. Okay, wir wollen hier rein. Oh, was hat das nur? Zack. Nuka-Cola. Seht ihr? Da sind die Roboter. Und ich habe keine Lust, von denen am Ende platt gemacht zu werden. Bis jetzt ist es ja noch hier Kikifax, ne? Ein paar Red-Kakerlaken, ein paar Maulwurfsratten, obwohl es eher Nacktmulle sind als wir Ratten. Hey, da ist noch einer.
ich dich nicht gerade kalt gemacht? Doch, du bist weg. So, ihr seid Toast. Und hier ist der nächste Protektor. Also da innere Medizin. Bisschen Jet. Oh. Die Zeitschriften, die sollten wir immer direkt lesen. Das ist nicht verkehrt. Na, wo seid ihr? Alle Leerräume hier. Ach ja. So, da hören wir auch, hier steht irgendwo schon das nächste Robco Protektor. Oh, wo ist es? Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben. Gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Aus. Der will ich gar nicht erst zuhören. Oh, was haben wir denn da? Medikamente. Und tot. Und zack. Stirb. Jetzt gehen wir erstmal hoch. Toll, wie du in den Boden geklitscht bist. Nein. Noch eine Kernspaltungsbatterie. Oje. Gewicht. Ganz schön viel Gewicht ist das. Öffnen wir die Tür hierher mal. Das ist eine Zündflamme, die brauche ich aber nicht. Da brauchen wir auch nicht rein. So. Da wollen wir hin. Oh, herrlich. Einmal Munition nachladen. Zack. Okay. Und da geht auch schon unser Timer. Ja, ihr lieben Leute, gucken wir mal.
Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Ich bin euer Marcel. Vergesst kommentieren und bewerten nicht. Und bis denn.